Defensivverhalten im 1 gegen 1 im Zentrum. In diesem Video zeigen wir das optimale Verteidigen im 1 gegen 1 im Zentrum. Sobald der Angreifer auf den Verteidiger dribbelt, sollte der Verteidiger seitlich nach vorne rücken, um den Angreifer auf dessen schwachen Fuß zu lenken. Welcher der starke Fuß des Angreifers ist, erkennt der Verteidiger daran, mit welchem Fuß der Angreifer den Ball führt. Nun muss sich der Verteidiger dem Angreifer aus dem Bogen heraus mit seitlicher Körperhaltung nähern, um den Angreifer endgültig auf dessen schwachen Fuß zu lenken und um selbst das Tempo in Laufrichtung aufnehmen zu können. Sobald der Stürmer den Ball vorlegt, muss sich der Verteidiger nun zwischen Ball und Angreifer drängen. Durch das Lenken des Stürmers können die anderen Mitspieler schneller hinzukommen, um zu helfen.